Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Horizon 2 Kappa Mode. So, wir haben jetzt schon mal einen guten Fortschritt gemacht. Wir haben jetzt, wo habe ich es hingetan? Hier die Carbon-Ingots, das heißt, wir könnten den Inscriber machen. Wir werden wahrscheinlich auch heute, wenn es gut läuft, mindestens einen ME-Controller fertig kriegen. Wir haben hier 32 Machine Frames, das fehlt uns da jetzt noch für die restlichen. Nolumium, das ist überhaupt kein Thema. Da holen wir uns hier ins Deck. So, ich würde sagen, schauen wir uns mal den ME-Controller kurz an. Wir brauchen Concentrated Cloud Seed Bucket, check. Osmium-Kristalle können wir nachher machen, check. Engineering Prozessor, da brauchen wir den Inscriber für. Da ist Carbon-Wafer das Thema. Das können wir heute machen. Check. Machine Frame Resonant haben wir. Check. Skystone Block ist gar kein Thema. Pure Fluid Crystal auch kein Thema. Können wir heute auch machen. Machen wir über dieses Rezept. So. Dann würde ich erstmal sagen, wir gehen ganz kurz ins Last Millennium. Das wird jetzt leider lecken wie Sau. Es geht eigentlich. Machen dann einmal kurz ja, wir machen mal kurz den hier, holen uns dann hier das, na, die Fluix Essenz. Oh, da habe ich einen Crop abgebaut anscheinend. So, ein bisschen was mitnehmen für die Teile, aber das sollte jetzt schon reichen. Wie viele haben wir? Wir haben jetzt 60 Stück, das reicht auf jeden Fall. Also es war jetzt nicht für alles, aber naja, für einmal Pure Fluix wird das wohl reichen, also für einen ME-Controller. Warum sage ich für einen? Ich habe das überlegt, wir werden 40 Stück machen, damit wir ein gutes ME-System aufbauen können. So, jetzt nehme ich mir hier erst einmal den Fluix-Block. Mache dann zwei Pure Fluix daraus. Gut, die Essenz, die packe ich sogar hier rein. Und den Rest packen wir hier rein. Oh, hier hatten wir sogar Pure Fluix. So, dann würde ich sagen, nehmen wir diese Kiste einmal mit und machen uns einen neuen Raum hier drüben auf. Und zwar hier, wenn wir jetzt gucken, dass wir die die Erzverfünffachung aufbauen. So, wir machen uns einmal hier eine Crafting Station, dass wir den Rotz aufbauen können, auch craften können. Vielen Dank. Dann einmal so. So, machen wir einmal das Rezept. Zack, zack, zack. Zack. Zwei Buckets, zwei. Hallo? Nee. Okay, was haben wir denn hier? Chemical Washer ist das. Sehr schön, den packen wir. Den müssen wir eigentlich an die Ende der Kette packen. Machen wir ein bisschen einmal so. Dann hier Atomic Alloy, das dürfte dann. Oh, jetzt tun wir das nicht an. So, den Chemical Crystallizer. Dann, das dürfte die Chemical Dissolution Chamber sein. Da müsste ich wissen, wie es geht. Sagte er und baute es falsch auf. War klar, dann wird das hier getauscht. Wie zu erwarten. Gut.
Dann das Rezept. Tank. Chest und Gas Tank. Chemical Oxidizer. So, das können wir gleich zweimal rausnehmen. So, und die dahin. Ein Chemical Infuser. Zwei Chemical Infuser. So langsam geht es hier los mit dem Craften. So, das könnte, wenn ich mich jetzt nicht täusche, der Rotary Condensator sein. Genau. Condensator. Und hier der Electrolytic Separator. Junge, Junge, hier kommt gerade ein Craften zustande. Zum Glück habe ich das Ganze vorbereitet. Machen wir das hier doch auch nochmal. Dann sollten wir auch noch eine Quest abschließen. Machen wir mal so, so und so. Zack. Zack. Packen wir hier rein. So, jetzt brauchen wir davon mindestens einen. Habe ich die restlichen Sachen dafür hier? Die habe ich hier. Würde ich sagen, wir nehmen jetzt hier den Fluid Tank, also den Ender Tank. Den brauchen wir momentan eh nicht. Und hier den Fluid Tank. Also Energieversorgung ist schon mal da. So, dann das nehmen wir mit und irgendwie habe ich ein Gefühl, wir werden den hier brauchen. Also, wir werden jetzt hier eine Erzverfünffachung aufbauen. Ich glaube, das mache ich sogar so, dass der dann hier hinkommt. Sehr schön. Gut, das haben wir. Dann brauchen wir. Schauen wir uns mal alles für die Osmium Crystals an. Ich würde sagen, die Kristalle, das ist eigentlich nur hier die drei Maschinen. Also Chemical Washer, Crystallizer, Dissolution Chamber. Das kommt mal hier so ans Ende. So ganz, ganz fresh. Ich weiß, es ist nicht richtig, wobei ich lasse sie sogar nochmal draußen. Wir brauchen jetzt erst einmal. Fangen wir mit dem Rotary Condensator an. Wir brauchen Sulfur Trioxide, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, dafür brauchen wir einen Chemical Oxidizer schon mal. Den haben wir hier. Zack. Machen wir schon mal Energie dran. Sehr schön. Und dann holen wir ein wenig Sulfur. Da haben wir ja genug von. Hier. Sonst 6 Sulfurblöcke, das sollte reichen. Boah, ich weiß es nicht. Am Ende der Folge haben wir funktionierendes ME-System, also zumindest ein ME-Controller schon mal. So, ich würde dann schon mal hier 4-4 reinmachen. Schon mal Energy Upgrade. Dann Sylphia, immer gut beliebt. Nein, nicht das Sulfur. Das geht dann in den Chemical Infuser mit Oxygen. Das heißt, Chemical Infuser. Gut, dann müssen wir gucken, dass wir den Electrolytic Separator hier aufbauen.
Dann nehmen wir hier ein Infinite Water. So, wo hast du denn jetzt deinen Fluid Input? Hier habe ich Fluid Conduits? Habe ich sogar. So, Oxygen. Nee, 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 nee. Dann so bitte. Oxygen muss darüber. Da kann man das natürlich nicht dumpen. Machen wir das einfach so. Ich weiß, das ist jetzt Verschwendung. Ich hatte jetzt. Dann müssen wir noch einen Gauss Dropper machen. Finde ich super. Kleiner Tipp, ich finde es nicht super. Kleine Info, was dieser Gauss Dropper ist. Wenn man sich verkalkuliert mit den Flüssigkeiten, kann man so einen Gauss Dropper benutzen, um damit die Scheiße da wieder rauskommt, im Grunde genommen. So, Gauss Dropper machen wir jetzt mal. Geht dann einfach so, draufhalten, zack, ist raus. Jetzt haben wir hier 494 Hydrogen drin. Und mit Shift-Rechtsklick kann man das dann wieder leeren. So, wir haben hier schon mal Sulfur-Trioxide. Wieder ist es leer. Alter, alles klar. Dann muss da noch ein High-Temperature-Furnace ran. Das reicht immer noch nicht. Sag mal, wie viel schluckt denn der? Der schluckt ja mehr eine französische Nutte. Alter. Gut, jetzt füllt er sich wieder auf. Habe ich eine Truhe dabei? Nein, aber ich habe Holz dabei. Ja, das wollte ich jetzt auf jeden Fall rausnehmen. So. Dann machen wir das so, das da rein. Ich habe doch hier bestimmt Item-Conduits. Ach komm, jetzt als ob ich jetzt nirgendwo Item-Conduits dabei habe. Ja, super. Flitzen wir nochmal rüber. Aber das hat sich ja zum Glück bald dem Ende an. Ich meine, wir haben jetzt gleich so viel Speicher, wie wir wollen. Active FV Signal, Insert. Gut. Ah, hier habe ich jetzt vergessen zu dumpen. So, können wir jetzt auch hier nachschauen. So, den Schritt haben wir. Das muss jetzt zu Sulfuric Acid werden. Oder Acid. Das heißt, wir brauchen den Rotary Concentrator. Den packen wir mal. Nee, ich will den da haben. Dann holen wir uns hier nochmal ein Infinite Water raus. Weiß ich das? Natürlich nicht. Jetzt aber. Jetzt braucht der Kollege hier nur noch Strom. Das
Machen wir dann mal so. Was saugt denn jetzt hier schon wieder so? So. Machen wir jetzt einmal 4. Wie viel brauchst du? Und warum arbeitet der nicht? Oder beziehungsweise. Ich glaube, das müssen wir nochmal ein bisschen umsetzen. Das so würde ich sagen, dass wir wirklich dann hier 3 oder 4 von den Teilen laufen haben. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Aber naja, wie heißt es so schön? Expect the unexpected. Push-Pull. Hier ist Push-Pull. Push-Pull. So. Haben wir noch einmal da. Ich meine, ich habe noch einmal irgendwo hier. Dann müssen wir nur kurz zwei Eimer holen. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich noch einmal habe. Fragt sich jetzt nur wo. Ansonsten, ich suche jetzt nicht die ganze Zeit. Hier. Boah, ohne Spaß, ne? Energie wird noch ein lustiges Thema werden. Müssen wir nochmal umdrehen. So, sehr schön. Water Vapor. Das packen wir dann in diesen Shuriken Infuser. Machen wir so, Water Vapor. Und hatte ich ganz vergessen, dass Water, dass das ja als Gas zählt. Können wir die Gas-Conduits machen? Das sollte kein Thema sein, aber ich. Nee, da mache ich Gas-Conduits. Das mache ich auf jeden Fall. Ein Glas. Eins davon und davon 6. So. Basic Pressurized Tube. Zack. Ah, da nehme ich noch mal ein bisschen mehr raus. Das reicht dann auch schon. 16 Stück sollten allemal reichen. Also ich muss sagen, ich mag den Moderna IO. Ich mag diese Conduits. Dann brauche ich hier meine Wrench. Das einmal ranplöppen. Und wir haben Sulfuric Acid. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch dieses Teil hier. Die Sulfuric Acid kommt hier rein. Das brauchen wir. Und das hier brauchen wir. Ich würde sogar sagen, wir machen das von hier. So. Wasser ist hier drin.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Am Waterwerper hängt das jetzt gerade ein bisschen. Hier hängt das am Sulfodioxid. Können wir da noch was machen? Wenn wir jetzt zwei Speed-Upgrades reinhauen. Das wird dann. Vielleicht packt der 4. Anscheinend. Sehr schön. Wie sieht das hier aus? Da packen wir dann auf jeden Fall noch die Energy Upgrades rein. Mach mal. Ich schätze mal, wir werden eh irgendwann alles auf Max upgraden. Okay, merke, das ist zu viel. Darf der gar keine Speed haben. Ja gut, wenn das jetzt einmal vollgelaufen ist, dann war es das eh. So, jetzt möchte ich aber noch einmal wenigstens die Maschine am Laufen sehen. Dann machen wir in der nächsten Folge die ME-Controller fertig. Wir haben es ja jetzt. Skystorm-Blöcke, das ist ja easy. Ja, ist ja gut, du kriegst ja auch Rapper. Die sind ernsthaft alle leer. Wo haben wir denn den harten Verbraucher? MJ. Und wir haben Osmium Crystals. Wir haben sie. Wir haben die Erzverfünffachung. Es läuft. Es läuft. Sehr schön. Das Gute ist, das müssen wir jetzt nicht mehr nur für Osmium verwenden. Das können wir auch später für andere Crystals gebrauchen. Wir werden hier noch andere Kristalle brauchen. Wenn wir mal hier die Crystals anschauen. Da haben wir hier Crystal Crystals. Die werden wir für Infinite Oxygen brauchen. Was haben wir noch? Draconium Crystals. Da brauchen wir die Draconium Shards, aber können wir darüber machen. Palladium Crystals brauchen wir für die Chaos Ingots. Wir brauchen noch ein paar Crystals. Ja. Also das waren die Crystal Crystals. Ja. Ja gut, auf jeden Fall, das hier läuft jetzt. Bottleneck ist also echt momentan noch die Energie. Aber wie gesagt, wenn das dann einmal richtig läuft, das müssen wir jetzt nicht dauerhaft laufen haben. Ansonsten können wir ja aber gucken, dass
Ne, ich würde es sogar echt nicht dauerhaft laufen lassen wollen. Oh, hier bleibt es jetzt schon stehen. Kilojoule, 2 Kilojoule, 400 Joule, 7,5 Kilojoule, 750 Joule. Ja, der braucht noch so viel. Der hat aber schon volle Upgrades. Die haben eine Übertragungsrate von 180.000. Ja gut, ne? Auf jeden Fall. Es läuft jetzt hier. Wir haben die Osmokristalle. Wir brauchen jetzt nur, in Anführungszeichen, 80 Stück. Das sind, müssten, außerdem kriegen wir 5. 2 sind 10. Das sind 16 Erz, die wir umwandeln müssen. Neun sind weg, das heißt, wir brauchen noch 7 Stück hier drin. Mach mal einfach mal so. Ich aber echt nicht auf, ne? Irgendwo ist noch hier so ein Verbraucher. Wenn ich jetzt den hier mache, einfach mal so testhalber, nö. Ja gut, auf jeden Fall, ich beende hier die Folge. Wir haben die Erzverfünffachung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.